Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Netastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion. Heute geht es um Captain Marvels Katze? Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Gary. What's cute? I'll be back. Ist das nicht niedlich? Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? Ich kann mir das stundenlang ansehen. Captain Marvel feiert dieses Jahr ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe. Dabei zeigt sie sich nicht nur in ihrem eigenen Film, sondern hilft in Endgame hoffentlich den Avengers auch aus der Patsche. Doch heute geht es, wie schon gesagt, um Captain Marvels Katze Goose. Oder auch Chewie, wie es in den Comics heißt. Und wo dieser Name herkommt, muss ich euch ja wahrscheinlich nicht erklären. Captain Marvel, aka Carol Danvers, ist ein großer Star Wars Fan. Jedoch wurde Chewie im Film in Goose umgenannt, aus mir nicht erklärbaren Gründen. Denn dank Spider-Man wissen wir, dass die Star Wars Filme tatsächlich im Marvel Cinematic Universe existieren. Auch wenn ich mich frage, wie sie Samuel L. Jackson als Nick Fury erklären wollen. Im Film bekommt Chewie, wie schon gesagt, den Namen Goose. Benannt nach Mavericks Kumpel Goose aus Top Gun. Was durchaus eine ähnlich coole Anspielung ist, wenn man bedenkt, dass Carol Danvers eine ehemalige Air Force Pilotin ist. Aber mal ganz ehrlich, warum mache ich ein Video zu einer Katze? Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? Okay, sie ist niedlich, das ist schon mal ein Faktor. Aber schauen wir uns doch mal die Comic-Vorlage zu Goose, Chewie, wie auch immer, schauen wir es uns an. In den Comics ist Chewie keine gewöhnliche Katze. Sie ist ein Flurken, was sich jetzt anhört wie ein Getränk aus Rick and Morty. We've got Scarlog Poppies, Flurlo, Hellsingers, Bloogies, Juicy Time Babies. Yeah, yeah, yeah. Ist eine gefährliche Alienrasse, die aussieht wie eine Schmusekatze. Dabei haben diese es faustdick hinter den Katzenohren. In ihrem Inneren haben sie zahlreiche Taschenuniversen und gleichzeitig lange Tentakeln und Mäuler. Ja, ich weiß, nach welcher Richtung sich das anhört, aber davon rede ich gar nicht. Carol Danvers hätte die Wahrheit über Chewie nie erfahren, wäre da nicht Rocket Raccoon von den Guardians of the Galaxy, der aus heiterem Himmel eine Waffe auf Chewie richtet. Nachzulesen kann man diese Story übrigens im Captain Marvel Megaband, der bei uns 2017 erschienen ist. Dieser heißt auf Deutsch Eine neue Hoffnung, was auch wieder eine schöne Anekdote an Star Wars ist. Auf Englisch heißt die Story Higher, Further, Faster, More. Und was daran interessant ist, dieser Schriftzug ziert auch ein Captain Marvel Poster, auf dem sich ganz unauffällig in der linken Ecke die Katze Goose versteckt. Könnte es also sein, dass sich im Marvel Cinematic Universe hinter einem niedlichen Tier wie sowas ein Flurken verbirgt? Außerdem existiert noch die schöne Theorie, dass Nick Fury sein Augenlicht durch Goose verloren hat. Wie in Winter Soldier erzählt, verlor er sein Auge, nachdem er zuletzt jemanden vertraut habe. Könnte Goose die Ursache dafür sein? Was diese Theorie bestärkt, ist eine Actionfigur, in der Fury Goose in Handschellen und Maulkorb abführt. Oder aber sie haben die Story auch geändert. Und hinter Goose verbirgt sich in Wahrheit ein Skrull. Wer weiß, wer weiß. Wobei ich es ziemlich lustig finden würde, wenn man in Endgame eine Szene sieht, in der Rocket und Goose aufeinandertreffen. So, das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Was haltet ihr von Goose? Verbirgt sich hinter diesen niedlichen Katzenohren tatsächlich ein Flurken oder sogar ein Skrull? Schreibt mir eure Meinung unbedingt unten in die Kommentare. So, wenn euch da draußen das Video gefallen hat, dann könnt ihr doch gerne einen Daumen rauf geben oder mir, wenn es euch nicht gefallen hat, in den Kommentaren Verbesserungstipps geben, denn die werden immer gerne gesehen. Und freut euch, es kommt nämlich bald ein neues Format und ich freue mich tierisch drauf und hinterlasst doch ein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wiedersehen hier bei Hero Discussion.